Was glaubt man, sieht weiter aus hier? Und zum Sonntag haben wir noch ein, zwei Neuigkeiten dank Team Dokuna. Er hat nämlich vorhin etwas in seinem Blog gepostet. Shoutout an ihn, Credits an ihn. Ich werde den Link in die Beschreibung setzen. Und zwar gibt es Neuigkeiten sowohl für die japanische Version als auch für die globale Version. Denn auf beiden Versionen wird ja Part 2 der jeweiligen Celebrations erwartet. Und zwar auf JP ist dann quasi Part 2 für das 4-jährige Jubiläum und auf Global Part 2 der Movie Celebration. Fangen wir einfach mal von oben nach unten an. Nämlich, was er gepostet hat, ist für Part 2 auf JP werden zwei neue LR erwartet. Zum einen Part 1, beziehungsweise der Login-Bonus von Part 1 auf JP, der geht bis zum 13. Februar. Heißt, Part 2 sollte dann auch am 13. bzw. 14. Februar anfangen. Warum 13.? Denn bei uns ist eigentlich der Daily Change, also deutsche Uhrzeit, auch immer noch der 13., spätestens sage ich einfach mal der 14., aber ja, am 13. der Daily-Bonus in quasi von Part 1 und danach sollte eigentlich direkt Part 2 anfangen, also 13., 14. sollte Part 2 anfangen für die japanische Version. Und der eine LR von den zwei, die zu Part 2 kommen werden, ist LR Majub. LR Majub wird der nächste Battlefield LR. Wir wussten ja durch die Ingame-News, dass zur nächsten Season von Battlefield ein neuer LR hinzugefügt wird, und zwar beginnt die nächste Battlefield-Season, also die aktuelle endet, Battlefield 11 auf JP am 15. Februar, 8.59 Uhr morgens unserer Zeit. Das habe ich mir auf meiner Whiteboard aufgeschrieben. Und wenn danach direkt Battlefield-Season 12 anfängt, heißt um 9 Uhr dann am 15., dann ist es quasi der, das Datum, an dem Majub hinzugefügt wird, wird dann quasi wie LML Coole, Elegino etc. laufen, dass man ihn durch Battlefield-Gems aus dem Barbershop holen kann, durch die, ja, Battlefield-Gems aus dem Battlefield, logischerweise. LR Majub, wie gesagt, könnt mich gerne wissen lassen, wie das ihr von ihm haltet. Was hier noch dran steht, ist, er wird in der Lage sein, sich zu Majub zu transformieren. Ob er eine Transformationsmechanik haben wird und oder Active Skill, kann ich daraus nicht sagen. Könnte nämlich auch sein, dass er quasi als SSR-Version UP ist und dann als LR-Version, wenn man in Dokuna Awakened, Majub sein wird. Oder nicht. Je nachdem, wir wissen einfach nur, dass es Battlefield, dass der nächste Battlefield LR zur nächsten Season LR Majub sein wird. Wohlgemerkt Free-to-Play LR Majub, weil es ein Battlefield LR ist. Könnt mich gerne wissen lassen, was ihr davon haltet. Ich finde es gar nicht mal so schlimm, denn aus den Ingame-News stand grob übersetzt dran, dass ja zur nächsten Season ein neuer LR hinzugefügt wird und dass der quasi so beschrieben wurde, als sei es mehr oder weniger so ein männliches Trio, männliche Crew, irgendwie sowas, irgendwas mit männliches Crew hatte ich im Kopf. Kann auch sein, dass ich verlesen habe, aber ich dachte jedenfalls direkt, also viele dachten an Shadow Dragon Crew, sag ich mal. Oder woran ich dachte, war diese drei tanzenden Brüder aus GT. Und ich dachte, wenn das die Battlefield LR sein werden, dann bitte nicht. Aber mit Majub bin ich auf jeden Fall zufrieden, Freunde, dass sie ihn da quasi auch mal würdigen, sag ich mal. Und wenn Majub, wenn der aus dem Shadow Dragon Saga ist, dann wird er quasi wirklich noch ein guter, beziehungsweise bekommt die Shadow Dragon Saga noch einen weiteren LR. Und damit kann man auf jeden Fall auch, da kann man auf jeden Fall auch nicht meckern, sag ich mal. Ja, Shadow Dragon Saga hat so lange keine Charaktere bekommen. Jetzt bekommen sie ein LR nach dem anderen. Also bin echt mal drauf gespannt, was da abgeht mit LR Majub. Vor allem, was er drauf haben wird. Sollte die Tage vielleicht durch einen Data Download hinzugefügt werden. Wenn wir mehrere Informationen bekommen, lasse ich es euch auf jeden Fall wissen. Nun, zum anderen steht hier noch dran, mehr oder weniger, dass gewisse Premium-Karten wieder erhältlich sein werden oder dass sie irgendwie in einer Art und Weise zurückkehren werden. Was damit auf sich hat, kann ich so nicht sagen. Vielleicht werden wir dazu in der Lage sein, aus dem Barbershop wieder ältere Karten oder Karten, die lange nicht mehr zur Verfügung da waren, uns holen können etc. So wie eben so Premium-Karten aus dem Barbershop, wie zum Beispiel der GT Goku etc. Bin drauf gespannt, was es damit auf sich hat. Aber das andere hier an der Stelle ist dann quasi, dass es einen weiteren LR geben wird, nämlich LR Super Baby 2. Und hier steht dran, dass sich quasi dann Super Baby Dokkan Awaken wird zu Super Baby 2. Heißt, an der Stelle wird die Theo-Version Super Baby 1 heißen, die SSR-Version logischerweise dann Baby an sich einfach mal, sage ich mal, ob es jetzt Baby ist oder Baby Vegeta. Jedenfalls im Endeffekt wird er dann zu LR Super Baby 2, heißt die vorherigen Version könnte man im Notfall auch nutzen. Wir wissen natürlich auch noch nicht, was er drauf hat. Wir wissen einfach nur, dass ein LR Super Baby 2 noch kommen wird. Und ich gehe stark davon aus, dass es summonable sein wird, ja, weil Majub wird free to play. Von dem gehe ich aus, dass es Summonable sein wird. Ähnlich wie LRGF. LRGF kam ja auch als Summonable LR zu Part 2. War zwar 250 Millionen Dollar Celebration, das ist nochmal ein anderes Thema. Aber zu Part 1 von der Celebration, wenn wir quasi uns die Celebration ansehen, kamen zwei neue Dokkan Festival Charaktere. Dual Dokkan Fest. Und zu Part 2 kam dann quasi ein LR-Charakter in dem Legendary Summon und dem, ich denke, so wird es ähnlich verlaufen, weil wir haben jetzt zwar mit Goku und Vegeta
Dokkan Festival LR, aber im Endeffekt sind es auch Dokkan Festival Charaktere. Und dann zu Part 2 kann ich mir vorstellen, dass eben Super Baby 2 ein Samuel L. wird in einem Legendary Banner, in seinem eigenen Legendary Banner. Und ich bin echt drauf gespannt, was sie mit Baby machen werden. Ob sie quasi die erste Schiene fortführen werden, wo er quasi nur ein Key plus 4 Typenleader sein wird. Also die zweite Schiene der LR, wie LR Mighty Mess etc. Ich habe gerade erst gesagt, die erste war aber Key plus 93. Sondern die zweite Schiene, sage ich mal, wie LR Mighty Mess etc. LR 3 Fanguku. Oder wird er wie Trunks und LRGF, dass er quasi eine Kategorie supportet und einen anderen Typen Leaderskill gibt. Bin drauf gespannt, wenn er Kategorie supportet, was heißt supportet, sondern sein Leaderskill gibt, dann bin ich auf jeden Fall darauf gespannt, eben welche Kategorie es sein wird. Könnt mich gerne wissen lassen, was ihr davon, was ihr denkt, was kommen könnte. Also naheliegend wäre Baby Saga. GT wäre, glaube ich, ein bisschen problematisch, weil GT, da wäre die komplette Shadow Dragon Saga drin. Baby Saga könnte ich mir denken, aber vielleicht ist auch was ganz anderes. Es kann auch eine ganz andere Kategorie kommen, was irgendwas mit Baby zu tun hat, sag ich mal. Und auf den Baby bin ich echt auch gespannt, weil Baby hat auch einmal, sag ich mal, eine Karte gebraucht, die besser ist, als die er jetzt hat, sag ich mal. Dann wird hier noch ganz kurz was erwähnt wegen dem Livestream. Die letzten Tage kam eine Info von Akatsuki. Akatsuki sind die Entwickler von Dokkan Battle, Bandai die Publisher. Die Sitze für beide Versionen, JP und Global, sind in Japan. Und die haben angekündigt, dass am 14. Februar um 12 Uhr unserer Zeit auf YouTube ein Livestream abgehalten wird. Ich habe mich echt drauf geschaut, was in diesem Livestream gezeigt wird. Es ist quasi eine Kommunikationsquelle für uns, finde ich gut. Da werden sicherlich dann zu ein paar Zeit quasi neue Informationen preisgegeben, was kommen wird etc. Aber ich bin da auf jeden Fall drauf gespannt, was im Livestream an sich abgehen wird. Im Livestream selbst, den werde ich mir auch auf jeden Fall ansehen. Und da bin ich echt, ja, ich bin einfach gespannt, was sie da preisgeben werden, sag ich mal. Ob es quasi nur die Sachen sind, die wir schon wissen, so aus den Leaks etc. Im Endeffekt ist es immer noch Leaks, also mit Vorsicht betrachten. Aber ja, Twin Dokkan ist auf jeden Fall eine sehr gute Quelle. Oder ob da quasi auch irgendwas Neues hinzukommt, mit dem wir gar nicht rechnen. Ja, der 14. ist auch Valentinstag, heißt, vielleicht kommt auch irgendwas so Valentin-Special oder so, kann ich mir auch vorstellen. Aber jedenfalls, ja, das ist wegen dem Livestream 14. Februar, Freunde, 12 Uhr morgens unserer Zeit. Auf YouTube sollte das sein. Und zum Schluss noch Global Release Date für Gogeta und Broly, sagt Team Dokkan, sollte der 13. Februar sein. Das ist unsere Zeit, weil er ist ja Franzose, er lebt in Frankreich. Das gilt dann für uns quasi 13. Februar. Ich sag mal so, 13. Februar könnte sein. Warum? Am 13. Februar um 1 Uhr nachts fängt Part 2 der Movie Celebration an. Da bekommen wir dann spätestens die genauen Uhrzeiten, wann die Banner online kommen, weil wir dann quasi auch die Uhrzeiten bekommen. Vielleicht muss nicht sein, aber er könnte sein. Weil manchmal verdecken die das ja auch bei so Duel Fest und geben das nicht preis. Aber er sagt 13. Februar, könnte sein, könnte aber auch vielleicht ein, zwei Tage drauf sein, weil so ein Duel Dokkan Fest kann ich mir auch vorstellen, dass eigentlich am Wochenende gerne raushauen. Aber er ist der Meinung 13. Februar und wenn es der 13. Februar ist, umso besser, dann kommen sie endlich mal raus, sage ich mal. Jedenfalls, Freunde, das ist quasi die aktuellen News für JP und Global. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Wenn ja, gebt den ganzen Like und wir sehen uns das nächste Mal. Macht's gut. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'ma get her back after I'm done.